Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Makerlein. Heute fängt der Tag schon richtig gut an. Denn ihr seht, da ist was angekommen. Und zwar nicht nur irgendwas, da ist nämlich ein Paket schon für den nächsten Büro angekommen. Ich weiß, der ist noch nicht fertig und da kommt da schon das nächste Paket. Machen wir mal auf. Ihr seht schon vor sich Glas, ihr könnt euch wahrscheinlich denken, was denn da angekommen ist. Und ja, der ist noch nicht ganz fertig. Den bauen wir jetzt in den nächsten Tagen fertig. Den werde ich euch noch alles zeigen. Das werde ich mit euch teilen natürlich. Aber das ist jetzt schon das Glas. Das habe ich im Juni bei Thomas mitbestellt. Das D-Bond hat der Hersteller leider Gottes verbummelt. Beziehungsweise die weißen D-Bond-Platten. Und jetzt denkt ihr euch so, hä? Weiße D-Bond-Platten? Ja, ich kann euch schon mal verraten, der nächste Drucker... Silberne D-Bond-Platten oder whatever. Der nächste Drucker wird nämlich silber. Der wird nicht schwarz, so standardmäßig, so schwarz-rot, sondern der wird silber. Und ich muss sagen, Thomas, mein Guter, du hast das Ding echt Bombe eingepackt. Also, eins muss man dir lassen, du packst das Zeug immer Bombe ein. Kommt hier immer super an. Ich hoffe auch diesmal, dass der DHL-Bote kein Mist gebaut hat. Wobei ich sagen muss, der DHL-Bote, der hier vorbeikommt, ist echt gut. Der ist echt auf Zack. Der bringt das Zeug auch noch bis zur Tür. Der stellt er sich unten ab, klingelt einmal kurz und haut dann ab. Nee, der kommt auch noch und drückt einem das noch persönlich in die Hand. Gibt ja viele, die seit Corona ihren Job nicht mehr allzu ernst nehmen. Bei anderen Versanddienstleistern, Gott sei Dank, leider Gottes. Da sage ich nur... Es gibt einen roten, es gibt einen blauen Versanddienstleister. Die nehmen das alle leider nicht mehr so ernst. Die sind alle nur noch auf Dumping aus und auf wenig Arbeit. Weil der Witz ja ist, dass sie entsprechend durch ihre Arbeit auch ihr Geld verdienen. Oh, jetzt wird's kompliziert hier. Holla die Waldfee. Okay. Ich schneide das erstmal da ab. Alter Falter. Thomas, falls du keine Arbeit mehr findest, du kannst bei uns mal vielleicht anfragen als Packmeister. Alter Verwalter, wie viele Kilo Packband schmeißt du da? Boah, Alter! Und vor allen Dingen Karton. Ich find's gerade gut, aber ist ein bisschen viel, oder? So. Was tut man nicht alles für seinen Baron? Ah, da. Ach, die hast du auch bei Plattenzuschnitt gestellt. Ja. Sehr schön. So, die kennen wir natürlich, die Platten. Die kennen wir natürlich, die Platten. Tada! Ach ja. Sind ein bisschen dicker, glaube ich, oder? Ein Ticken dicker, ja. Aber gut, ist ja auch für den 300er, von daher. So, was ist das da denn jetzt? Material kratzfest. Sehr gut. Sehr gut. Genau. Single, Multi-Single. Okay. Genau. Aber das sind quasi einmal die Türen gewesen. Das war jetzt ein Doppelpack. Und dann müssten da noch zwei einzelne Platten drin sein. Genau, richtig. Ne, drei einzelne Platten. Ach so, ja, stimmt. Von oben. Ha. Wenn man mitdenkt. Ja, und dann sieht man auch, da ist eine Differenz. Hier hören die einen Platten auf. Das sind die Seitenteile, vermute ich mal. Und ne, das ist der Deckel und das hier sind die Seitenteile, die doppelten. Sehr, sehr schön. Packen wir wieder ein bisschen ein. Und dann machen wir auch gleich mal nach einer Mittagspause weiter mit dem nächsten Thema. Ich habe jetzt rumgekrübelt, was ich mache. Gestern. Ich habe erst gesagt, ich bin so schlau und erzähle euch jetzt erstmal, worum es geht. Und zwar geht es darum, um das Display. Genauer gesagt. Und das Display kommt halt hier vorne rein. Ja, und ihr seht jetzt schon, es ist ein bisschen höher und alles drum und dran, aber das kann ich wahrscheinlich bei dem jetzt hier nur so schräg aufstellen. Ja, muss ich gucken, was ich damit mache. Ich werde es wahrscheinlich noch ein bisschen modifizieren, die Platte vorne, damit die da reinpasst besser. Muss noch passieren, aber ich werde auch die Außenskirts noch ein bisschen bearbeiten müssen. Das heißt, die komplette Front hier vorne wird nochmal ausgetauscht. Warum mache ich das? Naja, ihr seht schon, das passt von der Höhe her nicht ganz rein. Das ist mir gestern Abend auch nochmal aufgefallen. Und wenn ich jetzt auf die Idee komme zu sagen, okay, pass auf, ich gehe hin und
Mach das Ding kleiner, damit es noch da reinpasst. Das geht nicht, weil das Display alleine ist schon so breit, dass es da nicht mit reinpasst. Das heißt, ich muss mir hier so ein Slim Case irgendwie designen. Ob das hier geht? Jetzt muss ich nur gerade gucken, wie rum, larum Löffelstiel. Das ist echt schön geworden vom Druck her, muss ich sagen. Habe ich auch wieder auf Mini gedruckt. So. So müsste das sein, genau. Und das funktioniert. Ja, das funktioniert von der Höhe her. Das geht einwandfrei. Ich werde vielleicht nochmal andere Füße drunter packen, damit ich ein bisschen mehr Luft drunter habe. Aber das funktioniert. Das Problem ist der Deckel vorne. Und den werde ich mir wahrscheinlich nochmal neu designen. Irgendwas, was jetzt so in der Richtung hier aussieht. Nicht ganz so tief ist. Und ja, vielleicht nicht ganz so klobig ist. Sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber da werde ich mir noch ein bisschen was designen die Tage. Am Wochenende weiß ich noch nicht ganz genau, was ich mache. Auf jeden Fall etwas, was hier so ein bisschen minimalistischer ist, sage ich mal so. Ja, das wird nochmal an die Form hier angepasst von dem Teil hier, damit das auch da reinpasst. Und die Skirts werde ich dann auch nochmal ein Stück weit kürzen. Und dann können wir das einbauen. Genau. Nichtsdestotrotz werden wir nach der Mittagspause, wie ich es erwähnt habe, das ist für euch jetzt nur eine Sekunde, da springen wir einfach gleich dann hin, werden wir nochmal diese, ich hole mal hier das Display wieder raus, weil das müssen wir rausholen für das, was wir machen wollen, werden wir endlich die Gewindeeinlässe einsetzen. Und wir hörten im Discord schon wieder eine wilde Diskussion im Gange. Wir haben erst 11 Uhr. Leute, ihr seid echt geil. Wer noch nicht im Discord ist, ich packe euch den Link da unten hin. Da unten. Und wir werden diese Gewindeeinlässe reinsetzen. Das heißt, hier sind so vier, na, sieht man es, vier solche Bohrungen hier in den Ecken. Und da kommen die Gewindeeinlässe rein. Und dann werden wir damit entsprechend dann später das Display dran festschrauben können und auch den Deckel dran festschrauben können. Wie gesagt, der Deckel kommt weg, der ist nicht mehr up to date. Den werden wir ein bisschen minimalistischer gestalten und dann kommt die Tage dann was Neues drauf. Aber so können wir das Display auf jeden Fall, wenn es hier drin verbaut ist, schon mal nutzen. Der tut es auch erstmal, weil man kann es ja auch erstmal dann so dahinlegen. Das ist zwar nicht ganz schick dann, aber ja, zum ersten Ansteuern vom Drucker reicht es. Hier ist noch das Knipsche. Das Knöppelte. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich erstmal in die Mittagspause. Ihr seht es gleich natürlich weiter. Und wir sehen uns nach dem Essen. Bis gleich. Boah, war das lecker. Ja, ich mag euch aber nicht die Nase lang machen, denn wir wollen ja hier ein bisschen produktiv was arbeiten. Also schmeißen wir hier mal das Löteisen an und schnappen uns hier mal vier solche Einlässe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Und eigentlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müssten die Dinger jetzt wirklich, wirklich perfekt da reinpassen. Also die müssten schon mal von der Nase vorne her gut reinpassen, genau. Das tun sie auch. Und dann gucken wir, da ist das Löteisen, ist jetzt bei 200. Oh, da qualmt schon ein bisschen was. Hey, was ist denn das jetzt? Da ist noch was dran, was nicht dran gehört. Aber gut, okay. Dann fangen wir mal an. Numero uno. Und wir sinken und fertig. Der ist drin. So, da haben wir auch schon hier vorne entsprechend den zweiten Einsatz. Und da gehe ich einfach wirklich nur ganz senkrecht mit dem Lötkolben drauf. Der hat jetzt hier 330 Grad und ich merke jetzt schon, wie ich einsinke und ist fertig. Tada. Der ist vielleicht sogar schon ein bisschen zu tief. Na. Muss man gerade hier ein bisschen. Da. Und da. Und das müssen wir jetzt wiederholen. Noch einmal mit der unteren Seite. Vielleicht noch einen Ticken mehr. So.
Und der letzte im Bunde. Da sinkt es auch schon ein. Und das war's. Ja, damit wären die Inserts drin. Und bevor jetzt der ein oder andere kommt und sagt, ja, Maggie, aber du hast vergessen, da entsprechend die Inserts hier oben einzusetzen. Nein, habe ich nicht. Die Inserts hier oben kommen momentan bewusst nicht rein, weil ich ja, wie am Anfang schon erwähnt, das Ding noch umdesignen werde. Ja? Und da dann halt entsprechend was reinkommt, was hier reinpasst. Ja? Da werde ich mir nochmal was überlegen, wie ich die Front hier vorne designe. Da passiert noch ein bisschen was, deswegen erstmal abwarten. Genau, aber ich habe jetzt hier auch schon entsprechend die passenden Schrauben bereitgelegt. Hier habe ich meine Allen Keys. Und dann fangen wir einfach mal an. Ja, da fällt schon wieder auseinander das ganze Konstrukt. Okay, packen wir das nochmal zusammen. Ja. Genau. Display rein. Spacer rein. Deckel drauf. Na, bleibst du dran hängen. Und dann festschrauben. So, fürs Erste, für die ersten paar Drucke, bis ich mir was überlegt habe, kann der Baron damit erstmal drucken. Ich weiß, es ist nicht ganz schick. Es ist nicht ganz so konform halt entsprechend, wie es sein sollte. Aber ich habe damit mein Display. Mein schönes rotes Display. Und ich glaube, das andere Display, das schwarze, hängt auch davor. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht die von dem 2.4er benutzen kann. Ich weiß nicht, ob die vielleicht zu hoch sind. Ich muss gucken, ich muss das mal vergleichen miteinander. Das muss ich mir überlegen. Auf jeden Fall sollte das für die ersten Drucke soweit reichen. Knüppel noch drauf. Und damit wäre das Display soweit fertig. Gesicht ausblenden, damit der Fokus, ja genau, damit der Fokus es schafft zu fokussieren. Sieht doch so erstmal gar nicht schlecht aus. Jetzt können wir auch hier, nee, das machen wir später, sobald der Drucker fertig ist, weil die Folie zieht man erst dann ab, wenn man das Gerät in Betrieb nimmt. Ne? Genau, das Gerät in Betrieb nehmen. Ich habe jetzt eben noch mal vor der Mittagspause, als ich auf die Leute drüben gewartet habe, die mitessen gehen wollten, noch mal hier angefangen, die ersten Kabel hier entsprechend zu krimpen und drauf zu stecken. Da sind also schon das erste Kabelpaar für den ersten Sensor, für den Thermistor, genau. Das ist schon ab und ist schon entsprechend angekrimpt. Den Rest werde ich jetzt gleich in Angriff nehmen und dann hoffe ich, dass ich am Wochenende endlich diesen Drucker soweit fertig gebaut bekomme. Kann ja wohl nicht mehr so schwer sein, genau. Dann gibt es auch nächste Woche endlich die Review. Ich wollte eigentlich diese Woche schon soweit fertig werden, aber Leute, verzeiht mir, wenn ich in letzter Zeit nicht mehr so auf der Höhe manchmal bin. Es ist arsch viel zu tun und es gibt echt viel zu tun und ich komme mittlerweile teilweise nicht mehr hinterher und bin, wie schon vorher gesagt, echt urlaubsreif. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ihr konntet wieder ein bisschen was für euch mitnehmen, wie man sowas hier entsprechend, solche Gewindeeinlässe hier einlässt und wozu man die nutzen kann. Die gibt es natürlich in allen Größen und Formen. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns am Montag wiedersehen. Bis dahin, bleibt gesund. Happy Printing!